Hallo, in diesem Video wird es darum gehen, wie viel Energie denn in so einem Schaltkreis hier in dem Kondensator hier C gespeichert ist. Und außerdem wollen wir sehen, wie groß die Verluste waren hier, wenn wir bei T gleich 0 angefangen haben, den Kondensator zu laden. So, zunächst fangen wir einfach mal an. Und schreiben uns mal auf, was wir wissen. Das ist natürlich die Ladekurve. Also UC von T ist gleich das UQ mal 1 minus E hoch minus T durch RC. Und der Strom, auch den können wir gleich angeben. Hier I von T. Es gibt ja bloß einen. Ich male ihn gerade mal rein. Hier I ist gleich UQ durch R mal E hoch minus T durch RC. So, für die Energie haben wir den Zusammenhang W ist gleich das Integral über der Zeit, ich sage einfach mal von 0 bis T, von P von T dt, das ist die elektrische Leistung, die wir aufschlüsseln können, ist 0 bis T, UC von T mal IC von T dt. Sieht jetzt relativ aufwendig aus, wenn wir das Ganze nämlich hier einsetzen wollen. Wir müssen das eventuell nochmal machen, wenn wir zum Beispiel wissen wollen, wie groß die Verluste sind. In diesem Fall brauchen wir das aber noch gar nicht unbedingt zu tun, denn wir können die Energie im Kondensator auch anders bestimmen. Das hat noch den Vorteil, dass wir hier jetzt ja streng genommen nur bestimmen würden, wie viel Energie da drauf kommt, wenn tatsächlich der Kondensator über so eine Ladekurve angesteuert wird. Das muss aber ja nicht unbedingt so sein. Macht zwar hier Sinn. Vielleicht wollen wir es auch noch mal allgemeiner haben. Also, Kapazität. Was hat man an der Kapazität? Wir haben den Zusammenhang, nämlich den üblichen Q gleich C mal UC, beziehungsweise wir hatten ihn ja auch noch geschrieben als I ist gleich C mal DUC nach DT. Okay, jetzt verwenden wir das hier mal und setzen es einfach in die Gleichung hier oben ein. Da. Und dann bekommen wir nämlich das WC ist gleich Integral von 0 bis T. UC, ich lasse die von T jetzt einfach mal weg, mal C mal DU nach DT mal DT. Wenn es jetzt keine ganz einfache algebraische Gleichung wäre, dann würden wir einfach sagen, okay, das hier kürzen wir mit dem weg. Dann bleibt das DU da stehen. Fast dasselbe können wir machen. Wir müssen nur hier aufpassen, dass wir jetzt auch noch eine Substitution machen. Wenn wir nämlich sagen, am Punkt 0 hatten wir hier UC gleich 0 und am Ende haben wir UC gleich UQ, nämlich genauso, wie es hier vorgesehen ist. Dann können wir dieses hier schreiben, das ist Integral von 0 bis UC von C mal UC DUC. Da mache ich noch ein kleines C dran. Okay, und wenn wir einfach mal UC mit DUC integrieren, dann kriegen wir raus 1,5 C UC Quadrat und das Ganze von 0 bis zum großen UQ. Also gleich 1,5 C mal UQ Quadrat in diesem Fall oder ganz allgemein würde man das C hier einfach ersetzen. So, und zwar, und das ist das Schöne, unabhängig von der Ladekurve. So, versuchen wir doch mal etwas Ähnliches, nämlich für die Energie aus der Quelle. Das sollte eigentlich etwas einfacher sein, weil ja immer die Spannung UQ hier rauskommt. Also WQ
gleich Integral von 0 bis t, uq festgesetzt, mal, den Strom kennen wir noch, d, c, duc nach dt, dt, die gleiche Geschichte mit der Substitution. Wir können c und uq als Konstanten rausziehen, haben das Integral von 0 bis uq. DUC und kriegen hier, ohne groß rummachen zu müssen, die Energie C mal UQ Quadrat raus. Also exakt zweimal so viel wie WC. Doppelt so groß wie WC. Und damit haben wir die Verluste, nämlich WR muss ja sein, das was aus der Quelle kam, minus das was wir im Kondensator haben, also gleich 1/2 C UQ Quadrat. Okay. So viel zu diesem Thema. Grundsätzlich anders verhält sich das natürlich, wenn wir hier die Ladung nicht über so eine Spannungsquelle machen, wo dann im Endzustand keine Energie mehr verbraucht wird. Endzustand, also C voll geladen, ist I gleich 0 und damit kein weiterer Energieverbrauch. Würde man dieses Gerät jetzt über eine Stromquelle laden, also hier muss ich es von Hand machen, so vorgehen. Dass wir hier eine Quelle haben, die das ganze Ding so lädt. Nun, dann können wir die Ladekurve von UC zunächst mal aus der Dualität bestimmen, indem wir natürlich das hier umwandeln in eine äquivalente Spannungsquelle und dann genau das Problem haben, das wir schon ganz wunderbar beherrschen. Geben wir dem noch einen Namen. So, das hier ist nichts weiter als IQ mal R, sodass man dann schreiben kann, UC von T ist gleich IQ mal R mal 1 minus E hoch minus T durch RC. Okay, damit haben wir hierfür ziemlich genau dasselbe wie vorher. Und wir haben auch die gleiche Ladung, die war ja auch unabhängig von der Ladeform an dieser Stelle. Und am C haben wir nichts geändert. Also WC wird dann gleich zu 1/2 C IQ Quadrat mal R Quadrat. Okay, so, die Verluste sind aber gänzlich anders, denn wir haben hier ja ein vollständig anderes System. Dieses hier, und das ist so, die hier den inneren, jetzt gleich rot umkringelten Teil, der ist ja geändert worden. Das heißt, der ist eben nicht mehr der gleiche wie der da, den wir hier hatten. So, den können wir aber natürlich auch betrachten, ohne allzu große Probleme. Wir stellen aber zunächst mal fest, dass hier auch nach langer Zeit, auch wenn C geladen ist, dann folgt daraus zwar, dass IC gleich 0, aber IR ist gleich IQ
Also dann nach langer Zeit fließt nämlich der gesamte Strom hier durch den Widerstand dadurch und damit gibt es hier noch einen weiteren Energieverbrauch. So, und damit müssten wir jetzt natürlich herausfinden, wie groß ist eigentlich IR bzw. UR. Nun, das ist gleich UC, also UR, ich schreibe es nicht mehr hin, ist gleich UC. Und das wäre hier jetzt gleich natürlich IQ mal R mal 1 minus E hoch minus T durch RC. Die Energie daraus könnte man auch bestimmen. Ich nehme zunächst mal hier PR, also nur die Leistung an und habe dann gleich UR Quadrat durch R, was dann ist IQ Quadrat mal R mal 1 minus E hoch minus T durch RC. Zum Quadrat. Ich multipliziere es nicht mehr aus, aber das muss jetzt noch integriert werden. WR führt nämlich noch dazu, dass wir hier das Integral von PR vornehmen müssen und das ist ein größerer Aufwand. Was ich hiermit nur zeigen möchte, ist, dass der Energieverlust von der Art der Speisung abhängt. So, damit wünsche ich viel Spaß mit dem neu erworbenen Wissen.